Wissenschaft ist seit 1998 definiert, sich selbst und alle anderen ständig zu überprüfen und zu hinterfragen. Und dazu gehört ganz zentral, wenn ich eine Methode verwende, wenn ich die Methode ändere, um sie für mich anzuwenden, dann muss ich immer kontrollieren, ob nicht die Methode selbst das Ergebnis erzeugt. Also immer ein Kontrollexperiment durchführen und dokumentieren. Und in der gesamten Geschichte der Virologie sind solche Kontrollexperimente niemals durchgeführt worden. Und das kann man ganz leicht überprüfen. Anhand von 7 Punkten, die die Virologen immer tun. Egal, ob das jetzt HIV ist, Ebola, Masernvirus oder Corona, sie tun immer das Gleiche. Und das habe ich jetzt mal ganz kurz und prägnant herausgearbeitet. Der erste Punkt ist, sie töten Zellen unbeabsichtigt und unbemerkt im Reagenzglas durch Verhungern, durch Vergiften und setzen aber dieses Sterben gleich mit der Anwesenheit und der Vermehrung eines Virus und nennen das gestorbene Zellmaterial ein Isolat. Sie haben aber diese Bedingung im Reagenzglas nie mit Kontrollexperimenten überprüft, sonst hätten sie festgestellt, dass Verhungern, Vergiften mit zytotoxischen Antibiotika und natürlich die Gabe von Eiweißen, die sich zersetzen und diese Zersetzungsprodukte zerstören, diese sehr filigranen, sehr sensiblen Gewebe und Zellen im Reagenzglas. Hier fehlen die Kontrollversuche, sind niemals dokumentiert worden. Deswegen ist die Virologie manifest antiwissenschaftlich, weil ihre zentrale Technik, die sie machen, niemals kontrolliert und überprüft worden ist. Der zweite Punkt, was dann die Virologen machen, sie nehmen aus diesen gestorbenen Gewebezellen, nehmen sie Millionen Bruchstücke an kürzesten Genschnipselchen, sequenzieren die und ordnen die zu einem Ganzen an, was sie aber als Ganzes nie gefunden haben. Verkaufen aber dieses Geistige, dieses gedanklich, mathematisch in mehreren Programmen erzeugte Konstrukt als virales Genom, wie wenn sie das gefunden hätten. Das ist ein sehr aufwendiger mathematisch-statistischer Vorgang. Und täuschen sich damit selbst, ja, wir hätten hier ein Virus. Haben aber nie die Kontrolle Experimente gemacht, dass sie aus nicht infiziertem Material, was aber exakt so behandelt worden ist, versucht haben, genau das Gleiche zu machen, mit diesen Genschnipselchen auch das gleiche Genom aufzubauen. Das ist Punkt 2, mit dem sich die Virologie selbst widerlegt hat und natürlich auch als manifest antiwissenschaftlich bewiesen, weil dieser Vorgang ist nie durch ein Kontrollexperiment bestätigt worden. Der dritte Punkt ist, was Sie machen, Sie nehmen ein Genom, ein vorgegebenes Genom, eine Sequenz, um diese kurzen Stückchen überhaupt ausrichten zu können. Und auch dieses vorgegebene Genom ist niemals aus einem Virus, aus einer biologischen Entität isoliert worden, niemals gefunden worden, sondern auch ebenfalls ein geistiges Produkt, ein gedankliches Produkt, was in dem Vorgang der Ausrichtung, Englisch, Alignment erzeugt worden ist. Alle diese Punkte, diese drei und die vier anderen, erkenne ich ganz leicht im Material- und Methodenteil, der ganz kurz ist in diesen Publikationen. Daran erkenne ich es. Und ich erkenne dann, wir waren jetzt bei Punkt 3, dass Punkt 4, wenn Sie uns eine Art von Partikelchen zeigen im Elektronenmikroskop und behaupten, dass das Viren sind, dass hier auch die Kontrollversuche fehlen, dass sie diese Teilchen eben nicht in Zellen, die sie genauso behandelt haben, versuchen zu finden. Das haben sie nie gemacht. Und in Wirklichkeit zeigen diese Partikelchen, die eben gemacht werden, wenn ich in die Gewebe hineinschaue, wenn die in Kunstharz eingebettet werden, in kleine Scheibchen geschnitten, dann durchgeschaut werden, das zeigt nur typische zelleigene Bestandteile und Bestandteile von sterbenden Gewebe und Zellen im Reagenzglas. Das war Punkt 4. Punkt 5 ist, sie erzeugen eine andere Form von Partikelchen, die sie sehr schnell fotografieren können mit einer Aufsichtselektronenmikroskopie, ja?
Und die werden erzeugt, indem ich einfach die gestorbenen Gewebezellen, die ja voll sind mit Eiweiß, mit Fetten, mit Lösungsmitteln, indem die dauernd aufgesaugt und ausgespritzt werden in einer Pipette, dadurch verwirbelt und dann entstehen typische Seifenbläschen, wie beim Händewaschen auch, ja. Und diese Seifebläschen, die durch Detergentien fixiert sind, ja, mit Farbstoffen versetzt, schnell getrocknet, die zeigen sie auch im Elektronenmikroskop. Aber niemals haben sie diese Partikelchen benutzt, um die biochemisch zu analysieren und sagen, guck, hier sind alle Eiweiße, die dem zum Virus gehören. Und vor allem hier ist das Kernstück des Virus, die Nukleinsäure. Das haben sie niemals gemacht, auch in Schritt 4 nicht. Versucht aus dem eingebetteten Material das zu isolieren, zu zeigen, okay, wir finden hier das gesamte Genom, die ganze Erbsubstanz, der ganze Erbsubstanzstrang des Virus. Niemals. Das ist Punkt 4 und 5 mit den elektronenmikroskopischen Fotos. Punkt 6 wird jetzt nun ganz eindeutig, nämlich sie haben niemals Kontrollversuche durchgeführt, um diese Viren im Speichel zu finden, im Blut, in der Augenflüssigkeit, irgendwo im Gewebe, bei HIV, im Samen. Niemals. Und das kann man sich gar nicht vorstellen. Alle, wirklich alle Bilder von krankmachenden Viren sind nur entweder Artefakte des Verwirbelns, also Seifenmizelle, oder typische Strukturen von sterbenden Geweben im Reagenzglas, in ganz bestimmten hochingezüchteten Laborzellkulturen, ja, aber niemals in einem Tier, niemals im Menschen oder in einer Pflanze, wenn wir jetzt von pflanzlichen Viren sprechen. Niemals, das muss man sich vorstellen. Und sie machen nicht die Kontrollversuche und sagen, okay, wir haben jetzt versucht, im Speichel des Virus zu sehen, ja, oder daraus direkt aus dem Speichel seine Erbsubstanz zu finden. Einfach das Virus zu konzentrieren, aufzulösen und dann sehen wir, okay, wir haben ein Stück Erbsubstanz genau dieser Größe, genau dieser Struktur, genau dieser Zusammensetzung der Sequenz, haben sie niemals gemacht. Das ist Punkt 6. So eine Aussage gibt es nicht. Wir haben das aus Speichel, aus Blut isoliert oder im Menschen gesehen. Das muss man sich mal vorstellen. Sie zeigen uns Artefakte aus ihren Reagenzgläsern im Labor, die nichts mit der Realität zu tun haben, weil keiner der Viren jemals irgendwo in einem Menschenblut Speichel gesehen worden ist, obwohl wir Masken tragen sollen, ja, um diese Tausende von Viren, die wir mit jedem Atemzug ausatmen würden, dass die in der Maske zurückgehalten werden sollen, ja. Aber gesehen und experimentell versucht, das hier zu fotografieren oder die Erbsubstanz aus dem Speichel zu sehen, niemals versucht worden, niemals dokumentiert, auch hier keine Kontrollversuche. Also setzen 6. Jetzt kommen wir zum Punkt 7. Die Tierversuche, die immer benutzt werden, um zu sagen, ah, wir haben im Tier ein ähnliches Symptom wie bei HIV und AIDS erzeugen können oder wie bei Ebola oder wie bei Masern, ja, oder jetzt bei Covid auch. Ganz spezielle Tiere haben wir gefunden und mit denen machen wir die Experimente. Guckt man sich die Experimente an, sieht man, dass die Grausamkeit, die Perversion der Experimente selbst, Extrakt ins Gehirn von Tieren zu spritzen, über einen Schlauch direkt in die Lunge zu leiten, in Körperhöhlen zu injizieren, in riesigen Mengen, man versteht sofort, die Versuche selbst machen die Symptome, die dann als ähnliche Krankheit wie zum Beispiel Covid-19, ja, dieser ganze stetig wachsende Katalog an Symptomen, ja, das hätten wir jetzt im Tierversuch gemacht. Und auch hier bei diesem siebten Punkt der Virologen, niemals ein Kontrollexperiment, exakt das gleiche gespritzt, getan, bloß eben sterilisiertes Material oder anderes nicht infiziertes Material. Niemals gemacht.